acceso VIP, tu papi. Porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti. Qué bonito verte salir. Yo soy tu VIP. So, wir haben jetzt diese Dinger abgeholt. Das sind 6 von diesen 20, 25 Kilo Betondinger. Die kommen jetzt 3 aufeinander. Wir müssen einmal lesen, wie, ne? Nicht, dass wir das falsch machen, wo das hinkommt. Das ist auf dem Brief. Lass uns erstmal die Stangen rausnehmen, oder? Soll ich dir die... soll ich erstmal die 6 raus. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist hier. Vielleicht muss das ja da hin. Ja, deswegen habe ich gesagt, lass die Stangen rausholen. Ja, so nicht, ja. Hallo. Mama, soll ich die Karte? Okay, Mama kommt. Ja. Ziemlich rostig, die Dinger. So, jetzt müssen wir mal auf den Brief gucken, wie wir das befestigen, wie wir das aufstellen müssen. So, Schilder haben wir jetzt aufgestellt. Sieht dann so aus. Ist eine Mordsarbeit. Würden wir, glaube ich, nicht nochmal machen. Und dafür jetzt noch 30 Euro zu bezahlen. Und wenn es fertig ist, muss man die auch wieder zurückbringen. Oh, diese rostigen Dinger. Der andere ist hier. Ja, jetzt sind alle informiert. Es ist wieder soweit. HelloFresh Box ist da. Wir haben diese Woche nur 4 Gerichte anstatt 5, weil 5 sind mal ein bisschen stressig und man steht so unter Zugzwang. Und ich weiß jetzt schon wieder überhaupt nicht, was für Gerichte wir ausgewählt haben, bis auf 1. So, ich glaube, darauf freuen sich Niki und ich uns am meisten. Hier haben wir einmal Hähnchen Cacciatore in Olive-Tomatensauce. Das sah ziemlich lecker aus. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Dazu Spaghetti aglio olio, 40 bis 50 Minuten Kochzeit. Dann haben wir hier einmal ein Lachsfilet mit einer Zitronenhaube, dazu Gurkensalat in Zitronen-Dill-Joghurt-Dressing. Wir sind ja momentan sehr viel Fisch am Essen und wenn es immer Lachs im Angebot gibt, können wir eigentlich so gut wie nicht Nein sagen. So, das sah auch ziemlich gut aus. Hähnchenkeule mit Honig-Balsamico-Soße, dazu Knoblauch, Bohnen und Süßkartoffelwürfel. Schon lange nicht mehr solche Bohnen gegessen. Kochzeit beträgt 35 bis 40 Minuten, beim Lachs 25 bis 35. Also der Lachs geht definitiv am schnellsten. Und dann ein Caesar-Salad mit gebratenen Gnocchis, dazu marinierte gebackene Cherry-Tomaten. Das ist ein vegetarisches Gericht. 30 bis 40 Minuten Kochzeit und sieht auch verdammt gut aus. Ich packe jetzt mal alles in den Kühlschrank. Dann loche ich diese Gerichte und tue die in den HelloFresh-Ordner. Guten Morgen. Wir sind gerade aufgestanden und wir machen jetzt gerade das Bett. Wir beziehen das gerade neu. Und dann muss ich eine Waschmaschine anschmeißen. Dann müssen wir gleich arbeiten. Ich muss mich noch waschen. Wie hast du geschlafen, Schatzi? Erzähl mal. Nicht gut. Was war denn? Zu spät gegessen, vollen Bauch, Magenschmerzen, eine dauerschnarchende Freundin mit Heuschnupfen neben mir. Gar nicht. Doch. Oh ja, Leute, mein Gott, der Heuschnupfen kommt wieder. Und ich dachte mir, warum bin ich mittags immer so müde? Das sind ja auch Symptome vom Heuschnupfen. Ja, geht jetzt wieder los. Ich merke das jetzt auch, als ich aufgestanden bin und jetzt immer noch meine Nase ist zu. Ja, toll. Ich freue mich. Nase juckt. Kann jetzt auch nicht mit offenem Fenster schlafen. Muss die ganzen Blumen hier wegtun aus der Wohnung. Juhu, ich spare Geld. Und zum Allergiker. Nein, du kannst mir gerne Blumen kaufen ab und zu. Ich kaufe hypoallergene Blumen. Plastiksträußchen. Genau. Puh,
gleich. Hey! Ja, die kennen das schon von mir, dass ich die bürste. Ich bürste meine Kissen. Okay. Machst du das nicht, Schatz? Nee, diese Kissen hier würde ich einfach in den Müll schmeißen. Na, die sind richtig schön. Ihr Lieben, ich wollte euch noch was zeigen. Der Ermin hat gestern diesen Bra-Tee geholt von Capital Bra. 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 Bra, bra. Also die sind schon lecker. Was kosten die? 1,40, ne? Der hat jetzt 1,33 gekostet, aber ich glaube irgendwie, die waren so ein bisschen runtergesetzt. Bin mir aber nicht sicher. Wahrscheinlich zum Probieren. Also wir haben einmal Granatapfel, einmal Zitrone mitgenommen. Die schmecken auch gut, aber ich finde die jetzt zu süß. Also ich müsste das jetzt nicht nochmal unbedingt also, haben. Der war okay von der Süßung her. Mm. Der war schon sehr süß, aber die haben, also der hat auf jeden Fall geschmeckt, aber ist nichts gegen den Durst. Nee, das ist so richtig süßlich und das und hier steht, auch steht den Durst auf jeden Fall nicht. Hier steht, schmeckt schön frisch, nicht zu süß, da habe ich mir auch nur gedacht. Genau, perfekt. Zitat von Capital Bra. So, und dann wollte ich noch zeigen, ich habe euch letztes Mal schon das Eis gezeigt. Das ist so ein veganes Eis, gibt es bei Kaufland für 2 Euro. Und das war jetzt im Angebot für 1,90, das kostet sonst irgendwie 2, keine Ahnung, 80 ja. Oder so. Ja, wie gesagt, veganes Eis. Letztes Mal hatten wir Schokolade, Chocolate Brownie, Hanf. War sehr, sehr lecker. Und jetzt haben wir hier Kokosnuss, Mango, Passionsfrucht und Cookies. Gesehen, dass da Cookie und sowas noch drin ist. Das schmeckt so lecker, Leute, ehrlich. Also probiert's bitte mal aus. Man merkt gar nicht, dass es vegan ist. Es schmeckt auf jeden Fall so richtig leicht, aber mega, mega lecker. Probiert's mal bitte, ehrlich. Ja. Und Ermin hat gestern so ein bisschen was von zu Hause mitgebracht, weil haben wir denen ja noch gar nicht erzählt. Willst du es sagen? Ja, nicht weggehen. Du musst das Eis in die Kühlung stellen. Ja, okay. Weil, surprise, surprise. Schatz, was hast du gemacht? Ich zieh um. Was hast du gemacht? Meine Wohnung gekündigt. Ja, Ermin hat seine Wohnung gekündigt. 1.5. bist du da raus, ne? Genau, weil wir wollen ja bald zusammenziehen. Wir müssen auch gucken, wie, wo, was. So lange bleibt er bei mir, weil er ist ja sowieso jeden Tag bei mir. Ja. Und dann können wir uns eine Miete sparen. Mhm. Gestern sein Bett verkauft. Mhm. Ja, und er bringt immer mal so ein bisschen Sachen mit von daheim. Wird immer voller bei mir. Tja, du aber musst auch ein bisschen aussortieren. Ja, mache ich. Spätestens bei unserem Umzug. Oder frühestens. So, ich habe hier gerade eine kleine Reporterin, wollte ich gerade sagen. Reporterin. Du heißt? Inas, wie alt bist du? 10. Sie ist 10 Jahre alt, aber ich darf sie leider nicht zeigen. Sie hat aber ganz viele Fragen vorbereitet für mich. Und ja, sie möchte mir ein paar Fragen stellen und die beantworte ich jetzt mal hier vor der Kamera. Kann losgehen. Wie bist du drauf gekommen? Also ich bin auf YouTube gekommen in meiner Schwangerschaft, da war mir ganz, ganz langweilig und dann habe ich mir andere Schwangerschaftsvideos angeguckt, zum Beispiel von der Isabeau und ja, da dachte ich mir, kannst du vielleicht auch mal machen, dann habe ich gemerkt, da gucken immer mehr Leute zu, immer mehr und dann habe ich das auch gemacht. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Das war 2012, wie alt war ich da? Weiß ich gar nicht mehr. Da war ich auf jeden Fall mit Alexandro schwanger. Ich glaube, das war, was haben wir jetzt, 2021? Kann jemand schnell rechnen? 31? Ja, so 30, 31 rum war ich. Welche App benutzt du zum Bearbeiten? Zum Bearbeiten der Videos oder meiner Fotos? Videos benutze ich Filmora. Kann man damit Geld verdienen? Ja, man kann mit YouTube Geld verdienen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Abonnenten man haben muss. Ab einer bestimmten Abonnentenanzahl kann man zum Beispiel Werbung schalten in den Videos. Dann sieht man immer so eine Werbung, ne, bevor das Video kommt oder im Video siehst du manchmal Werbung. Und immer wenn so eine Werbung kommt und du guckst dir das an, da verdiene ich immer so ein paar Cent davon.
Man hat auch Kooperationen. Na, wenn mir jemand zum Beispiel, sage ich mal, diesen Pulli zuschickt und sagt, hey Niki, mach mal Werbung für diesen tollen, coolen Pulli, dann kriege ich auch ein bisschen Geld für. Was ist dein Lieblingsvideo? Mein Lieblingsvideo ist, oder sind einige, das sind die Videos, wo Alexander noch ganz, ganz klein war und gerade auf die Welt gekommen ist. Die gucke ich mir manchmal gerne an, wo der noch so ganz winzig war. Was ist dein Video, was du nicht so gerne magst? Ein Video, was ich nicht so gerne mag. Ja, so Videos, wo man sich im Nachhinein drüber schämt, dass man die mal öffentlich gemacht hat. Da gibt's auch ein paar, ja. Hättest du gedacht, dass du so viele Abos kriegst an Abonnenten? Nee, hätte ich echt nicht gedacht, dass die mich gucken. Ich habe einfach so aus Hobby angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat. Dann haben wir immer mehr geguckt und geguckt und ja, jetzt gucken die mich halt, ne? Und ich rede dann immer. Welche YouTuber kennst du denn echt? Boah, ich habe einige kennengelernt. Ich habe zum Beispiel die Sabo kennengelernt, die hat auch immer so Familienvideos gemacht, macht sie immer noch. Dann habe ich noch ganz viele andere kennengelernt auf so Events. Wie heißen die? Lisa und Lena. Heißen die so? Du kennst dich da besser aus. Diese Zwillinge auf TikTok. Lisa und Lena. Die Lochis. Kennst du die? Dann den einen da mit den langen Haaren. Der ist schwul. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt. Der ist auch sehr bekannt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt. Also ich habe schon ein paar größere kennengelernt auf so Events. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie die alle heißen. Wurdest du schon mal auf der Straße von Fans begrüßt? Ja, das ist echt witzig. Sogar von einem Mann. Der ist extra, der war im Auto. Und dann war ich so in der Stadt am Laufen. Dann ist er extra nochmal zurückgefahren, hat so die Scheibe runtergemacht und sagte zu mir, ey, ich muss dir mal was sagen. Ich dachte, hä? Dann sagt er zu mir, bist du nicht die Niki von Nikis Beauty World? Und ich habe mich gewundert, das war ein Mann. Ne? Eigentlich gucken ja nur so Frauen. Und der so, warte mal, oh mein Gott, meine Frau wird sich richtig freuen. Und dann hat er sein Handy genommen und hat Videoanruf gestartet mit seiner Frau. Und dann habe ich mit seiner Frau Videoanruf gemacht und die hat sich wirklich gefreut. Was würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Drei Sachen. Hier. Drei hier. Sachen. Deine Freundin. Moment. Drei Sachen. Also Laser auf jeden Fall. Lasern muss sein, weil. Oh, also sorry, sie kommt an erster Stelle. Ich brauche sie. Also auf jeden Fall ja, brauche ich jemanden, der mich lasert, weil wenn ich da im Bikini bin, nehme ich meine Lasertante. Lasertante mit. Dann muss ich natürlich meine beste Freundin auch mitnehmen, weil es geht nicht. Wir sind immer im Doppelpack. Ja, und als drittes würde ich dann meine Kamera mitnehmen, damit ich vloggen kann. Mein Sohn, den brauche ich nicht. Nein, ich will keinen Stress. Bloß keinen Stress mitnehmen. Einfach nur ein gutes Leben, so mit Freundinnen am Strand. Immer schön gelaserte Beine, ne? Das ist wichtig. Was? Dankeschön. So, ihr Lieben, wir haben jetzt 5 Uhr nachmittags und wir sind jetzt hier in Bottrop. Hier ist so ein ganz schöner Park. Der nennt sich Stadtgarten. Und hier die zwei spielen, der Boden ist Lava, ne? Was spielt ihr? Boden ist Lava. Ich sehe schon gleich jemanden mit einem gebrochenen Bein. Ja, jedenfalls ist es hier sehr, sehr schön. Wir sind jetzt gerade angekommen und drehen hier eine Runde im Park. Und dann gleich wollten wir noch nach KFC was essen. Das ist ja hier im Bottrop in Oberhausen. Gibt es das nicht? Aua! Gibt schon, aber ist im Zentrum. Ach, im Zentrum ist einer, stimmt. Ich weiß nicht. Und es ist schön da so. Aus wie so eine Statue. Hallo, springen. Aber jetzt noch ganz nackt. Spring? Bist du darüber gesprungen? Ja, so. Da. Ja, dann spring doch mal zurück.
Nicht einfach so rumspringen. Springen wir! Der kann nicht mehr springen, der Ermin. Doch, aber ich schäme mich für ihn. Ich weiß! Wow! Das war richtig. Oh Gott! Oh Gott! Ich habe aber immer noch nicht den Boden berührt. Ich bin drauf. Jetzt auf die. Und hier Blatt. Blatt und Bruder. Noch. Tschüss, viel Spaß noch. Boah, Leute, ich fühle mich so schlapp und müde immer mittags. Ich merke, wie mein Heuschnupfen kommt und ich weiß nicht, ob das die Frühjahrsmüdigkeit ist oder ob das durch den Heuschnupfen ist. Ich fühle mich einfach so platt, so kaputt, so müde. Meine Augen fallen mir zu. Also so schlimm ist es schon. Jetzt warte ich eben, bis die fertig sind. Der Boden ist Lava. Er hat sich das ausgedacht. Oh, das Wetter ist so schön geworden. Richtig am Genießen. Geht ihr auch raus? Genießt ihr das Wetter? Na, auf jeden Fall bin ich mittags immer so müde. Das ist echt heftig. Das ist richtig krass. Wirklich. Ich könnte fast jeden Tag Mittagsschläfchen halten. Oh. Ja, ihr könnt mal unter diesem Video, wer würde eher Fragen stellen. Weil ich wusste ja gar nicht, wie das funktioniert. Und dann habt ihr mir das erklärt, dass ihr uns, wer würde eher Fragen stellt. Ja, dann könnt ihr das unter diesem Video machen. Stellt uns mal unter diesem Video, wer würde eher fragen. Und dann, ja, sind wir mal gespannt. Ich rufe die jetzt mal, ich glaube. Das dauert dann noch ein bisschen. Ich könnte jetzt hier schlafen, ne? Ich könnte mich wirklich auf den Boden legen jetzt hier und Nickerchen machen. Also so weit ist es schon bei mir. Boah, ich fühle mich so schlapp, ey. Was ist mit mir los? Kennt ihr das? Habt ihr das auch? Ich weiß nicht, ob es vom Heuschnupfen ist oder ob ich so eine Frühjahrsmüdigkeit habe. Oder ist das mein Alter? Also Schatz, ich habe gesagt, sie sollen unter diesem Video Fragen stellen. Wer würde eher? Kennst du das? Kennst du, ne? Kenne ich jetzt nicht, aber ich kann mir halt schon, ist ja selbst erklärt. Ja, wie funktioniert das? Ja, die stellen Fragen, wer etwas eher machen würde von uns beiden und wir antworten drauf. Zum Beispiel? Wer würde eher... Ich weiß nicht. Ich bin gerade nicht spontan genug. Genau, so macht ihr das bitte. Stellt uns Fragen unterm Video und... Ja, gib du doch ein Beispiel. Wer würde eher... Ah ja. Gar nicht so einfach, ne? Den anderen anlügen. Guck mal, spontan fällt ihr als erstes ein, lügen. Kein gutes Zeichen. Bitte? Ja, spazieren im Park? Ich dachte, wir spielen im Park. Machen wir doch. Tun wir doch. Ihr habt doch gerade verbrannt. Ihr habt doch gerade Lava, Boden ist Lava gespielt. Bis ganz nach oben, Alexandro. Der sieht schon cool aus, der Baum hier. Schön zum Klettern. Ja, das ist matschig. Fall da bloß nicht rein. Das wird eklig. Ich weiß nicht, wie ich runterkomme. Ja, wieder zurück? Wir holen dich dann übermorgen ab, ja? Tschüss. Ich fahre ihn halt selber ein Auto. Ja, mit dem fahren wir auch bald. Aber deine Mama, die ist gerne Beifahrer, weißt du? So, wir sind jetzt hier fertig mit dem Park und wir haben hier von KFC Gutscheine und da holen wir uns jetzt Essen. Ja, wir wollten hier eigentlich
nach KFC, aber das wären irgendwie nur noch 5 Kilometer gewesen, aber das war so voll auf den Straßen, dass wir jetzt gesagt haben, wir gehen morgen und jetzt sind wir bei McDonald's, weil der Alexander wollte jetzt Nuggets haben, so eine 20er Box Nuggets. Ja. Und jetzt gibt es für ihn McDonald's und ja, wir kochen wahrscheinlich später was von der HelloFresh Box. Oh, meine Nase juckt so. So war voll Schnupfen. Let the old be dead. Let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come alive.